Willkommen zurück zu Super Mario Maker! Okay, nachdem wir die 10 Mario-Herausforderungen geschafft haben, zeige ich euch heute ein bisschen den Baumodus. Denn darum geht's ja im Endeffekt. Nur die Sache ist die, wir haben nicht so viel jetzt zur Auswahl. Besser gesagt, irgendwie noch recht gar nichts. Okay, naja, es wird immer wieder was dazu ergänzt, wie das ist bei der Verkaufsversion und jetzt bei der Media-Version. Die Unterschiede weiß ich nicht genau, aber ich denke mal, es wird nach und nach immer was dazugefügt. Und jetzt ganz am Anfang, weniger als das kann man wohl nicht haben, möchte ich euch einfach mal zeigen, können wir wechseln zwischen New Super Mario Bros. U Style und Super Mario Bros. 1 Style. Und ich denke mal, da das hier optisch dann doch schöner ist, zeige ich euch einfach mal hier die Tatsachen. Und ihr seht es auch sehr schön auf dem Bildschirm. Und zwar, wo ich zeichne, was ich mache. Das ist alles recht sinnfrei, was man machen kann. Also wenn ihr mehr bekommt, ihr seht oben diese Leiste mit diesen 12 Items. Jetzt habe ich nicht mehr als 12 im Moment. Aber wenn wir uns mehr mit dem Game beschäftigen und spielen, dann wird man immer eine neue Leiste mit jeweils 12 Items, Gegnern oder was auch immer bekommen. Man kann auch jetzt wechseln zwischen der Unterwelt und der echten, also der anderen Welt. Am Anfang nur mit diesen beiden Stilen. So, mit dem Steuerkreuz oder dem Control-Stick auf dem Gamepad bewegt sich Mario in die entsprechende Richtung. Ihr könnt auch das Ziel weiter nach hinten machen, also quasi, dass euer Level länger ist. Ihr könnt da irgendwas basteln. Ich gehe mal ganz kurz zu New Super Mario Bros. U wieder rüber. Ich finde, da ist es nämlich viel schöner auch, wenn man sowas bastelt. Keine Ahnung. Ihr wollt... Tada! Eine Plattform haben. Könnt ihr euch natürlich einfach so eine hinstellen, wisst ihr, so... Oder ihr macht sie dicker. Oder so. Oder ihr macht einfach, dass die... Alles auf einem Gamepad wunderbar, ne? Ein bisschen Stil haben. Was heißt Stil? Aber ihr wisst, was ich ausdrücken möchte. So, dann pflanzen wir einfach mal eine Röhre hin. Ich mache jetzt ein paar willkürliche Level, aber ich will euch auch mal zeigen, was ich sonst so gebastelt habe. So, dann machen wir jetzt hier... Blöcke. Gehen wir da noch einen hin. Und ihr könnt die ganzen einzelnen Items schütteln. Da habe ich auch noch nicht alles probiert. Ihr könnt noch immer ausprobieren. Ich ziehe jetzt mal die Münzen in die Röhre. Drückt mal auf Spielen. Ihr könnt euch denken, was passiert. Die Röhre spuckt Münzen aus. Bauen. Können wir Pilze reintun. Da können wir Goombas reintun. Da können wir Koopas reintun. Oder auch Pflanzen. Pflanzen mit dem Pilz größer machen. Oder wir tun die Pflanzen hier hin und tun die mit Flügeln. Haben sie auch in der Regel nicht. Lässt sich alles sofort einbinden. Oder ihr macht Mario einfach einen Block hier hin und tut irgendwas rein. Zum Beispiel einen Koopa, ganz simpel. Oder einen... Jetzt weiß ich gar nicht, was zählt. Kommt jetzt ein Pilz raus oder ein Koopa? Ein Pilz. Immer wieder aufbauen, dann ist wieder rückgängig. Oder ihr macht das so. So. Und jetzt da rein. Dann sollte ein großer Koopa rauskommen. Und auch wenn jetzt die Möglichkeiten noch ein bisschen begrenzt sind, sollte man das recht schnell alles lernen, finde ich. Also, was heißt sollte? Wird man. Wir können jetzt einen Goomba nehmen. Schütteln den mal, dann geht er kaputt. Wenn wir einen Koopa nehmen und den schütteln, wird er zu einem roten Koopa. Ihr wisst, was die Unterschiede sind. Ich demonstriere es. Ein grüner Koopa läuft an Abhängen runter. Siehst ihr, der ist runtergefallen. Und ein roter, geh mal weg, läuft bei Abhängen immer zurück. Ne, das nur mal so, falls wer es nicht wusste. Das sind ja so Grundlagen. Machen wir jetzt so einen Para-Koopa. Alles möglich. Und Münzen? Nee, geht nichts. Mit Items passiert da eigentlich nichts. Und so könnt ihr so ein bisschen euer Level bauen. Also den Schmodder, den ich jetzt hier fabriziert habe, möchte ich ganz kurz mal durchrushen. Das war ja wirklich jetzt nicht. Das war ja nur zu Demonstrationszwecken. Und übelst schlecht noch dazu. Aber ich denke mal, ich wollte euch halt erstmal die geilen Level zeigen. Und jetzt ein bisschen, wie es funktionieren kann. Badam. Voll fail. Gefällt mir nicht. Ich mach mal halt hier eine Treppe hin. So.
Na siehste. Ja, da werden neue Elemente hinzugefügt. Seht ihr, dann sind wir schon schlauer. Ach so, das war euch in der Vergangenheit, aber ihr wisst ja, ich hab's vor dem 18. August aufgenommen. Da ist nämlich mein Let's Play gestartet. So. So. Und so wird's bestimmt auch wieder... Jetzt habe ich ihm das verbaut, da hinzulaufen. Pech gehabt. Da duckt er sich so. das ist der Hund, der macht Sachen rückgängig. Oder die Rakete. Die zerstört alles. Dann habt ihr nur den Anfang. Den könnt ihr natürlich auch nach oben und unten verschieben, wie ihr wollt. Wie ihr den Level gestalten möchtet. Genauso wie das Ziel. Ne, das Ziel. Ne, doch, kann man auch nach oben. Je nachdem. Könnt auch beim Ziel direkt etwas machen. Ich zeige euch jetzt einfach mal 3 Level, die ich schon erstellt habe. Mit diesen, ja, gehandicapten Elementen. Also, 3 Level Marke LPM kommt sofort. Ach nee, Moment. Ich möchte euch noch was zeigen. Ich baue jetzt einfach mal was und ihr seht ja die ganze Zeit diese Hand. So, ihr klickt auf den Stick auf dem Vio Gamepad. Auf den rechten. Ja, und das gibt die verschiedenen Hände, die ihr wählen könnt. Also auch hier dunkel. Man will nicht annähernd den Verdacht erwecken, als könnte man rassistisch sein. aber hier Katzenpfoten. Das heißt, wie geil. Ich meine jetzt einfach mal so, dass ihr die Katzenpfote seht. Ist die nicht episch? Ziemlich lange Katzenpfote. Hund. Wer Hunde mag, nimmt die Hundepfote. Oder Mario. It's a me. Und der hier? Der erinnert mich irgendwie an Mario Party 1, oder? Ich glaube, die normale Katzenpfote ist hier echt mein Favorit, der hier. okay, das wollte ich schon mal ganz kurz präsentieren, jetzt aber wirklich zu den Leveln. So, da habt ihr ihn also, meinen allerersten First Try, und dafür habe ich mich bemüht, den Level möglichst lang zu machen, hab das Ziel noch ein bisschen rausgezögert. Hier kommen die Gegner raus, aber zur Entschädigung hier nochmal ein Pilz umrandet, sonst läuft er weg. Betont's gerne nochmal, man konnte nicht viel machen. Hier war ein M, steht für Mario oder Markus, wie man möchte. Ja, und anhand dessen, was man so alles hat, habe ich mich dann doch bemüht, den Level etwas schön zu gestalten. Und ich hoffe, das ist mir ein bisschen gelungen. Ja, verdammte Trampoline, ne? So, hier gibt es einen Propellerpilz. Frag mich nicht, warum ich den bekommen habe, aber es war so. Hier soll man weitergehen, obwohl da gar nichts ist. Ist das nicht mystisch? Gut, da kommt man schnell drauf. Aber ich finde es auch sehr nice, wie ich da die Goombas eingesperrt habe. Wie im Zoo. Das kann man bei den anderen älteren Grafikstilen nicht so in der Form machen. Da sieht es nicht so gut aus. So, hier habe ich auch ein bisschen versucht, diese typische Panzerangelegenheit zu regeln. Und zwar, dass man warten muss, bis der Panzer da den Weg geebnet hat. Aber ganz im Ernst, wer es eilig hat, der kann es auch so machen mit einer Stampfattacke. Nur hier unten nervt dann der Panzer dann übelst. Ja, das habe ich schon so ein bisschen bedacht. Und naja, da sind Münzen drin. Und hier ist ein fetter Paracooper im Weg. Übrigens hatte ich hier auch ein Gegnerlimit. Also man kann auch nicht unbegrenzt Gegner zaubern. So, böse feuerspeiende Piranha-Pflanze. Und hier ist auch schon das Ziel. Ja, jetzt nichts so Besonderes, ne? Aber es war halt mein First Try und lasst mich halt ein bisschen rumexperimentieren. Mein zweiter Level befindet sich im Untergrund von Super Mario Brothers und der Pfeil zeigt deutlich, hier geht's hoch. Allerdings will ich diesen Pilz jetzt nicht benutzen, weil habe ich nicht nötig. So, okay, dann ausweichen. Mach ich mir selbst Handicaps hier. So, böse Pflanze. Unten lauert gähnender Abgrund. Jetzt wird's ein bisschen nervig, aber Achtung, warte mal, erstmal ausweichen, aber nicht hinspringen. Haha, da kam die Pflanze ideal raus. Ein kleines Labyrinth, wenn man es so nennen darf. Ich finde, die Münzen verwirren nur ein bisschen, aber man hat schnell den Weg gefunden. Hier geht's wieder zurück, also es gibt 2 Wege hierhin. Dann seid ihr wieder auf dem richtigen Dampfer. Goombas eingesperrt, ein bisschen Zoo. Hier ist ebenfalls wieder ein Pilzchen drin, den ich jetzt aber nicht nehmen werde, weil ich habe meine Amiibos eingesetzt, sagen wir es so. So, weiter geht's, weiter geht's.
Bam, 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 bam. Und hier hoch. Ihr seht schon, da ist das Ziel, die Zielflagge. Die war eigentlich nie im Untergrund, aber lassen wir das. Und viel mehr als mit den Trampolinen austoben kann ich mich auch nicht. Also wir hatten noch gar nichts. So, ich sammle hier die Münzen ein. Etwas, was ich gemerkt habe, ich habe das eigentlich anders gewollt. Eigentlich wollte ich, dass er unten lang läuft, aber Mario kann da gar nicht runter. Deswegen nimmt er diesen Umweg. Fand ich in dem Sinne eigentlich auch ganz nett. Und der dritte Level. Hier geht's runter, aber Achtung, schnell abbiegen. Das ist eine Piranha-Pflanze gewesen. Ich nehme den Stern, den habe ich gern. Und hier ist ein Stachy im Block gewesen. Ihr müsst aber sowieso so rüberspringen. Hier war ein Herz und hier ist, Achtung, Donkey Kong. Den zeige ich jetzt einfach mal. Den typischen Sounds. Drei Wege, die Münzen zeigen es an. Man kann auch Pech haben. Try and Error an der Stelle. Könnt auch Pech haben mit den Stachys. Wenn ihr auf die Plattform kommt, ist es ziemlich nervig. Verschwinde. Die sind groß gewachsen. So, die Gumbas, die Gumbas. Nein, die hab ich treffen lassen. Manchmal kommen Münzen raus, manchmal Gumbas. Das Ganze kann das Ganze auch wieder ein bisschen verwirren. Da versteckt. Und Olimar, Pikmin. Macht auch typische Olimar-Sounds aus Pikmin 3. So, da muss ich aufpassen. Eieiei, Olimars Geschichte. Und runter da. Ja, nur so ein bisschen Jump-Action noch. So, in die Mitte. Upsa. Kaum der Rede wert. Noch kurz das Ziel hier. Boing, boing, boing. Ganz weit nach oben. Nette Spielerei, oder? Wenn ihr ein Level fertig erstellt habt, müsst ihr hier auf den Bot klicken. Neue Datei speichern und dann könnt ihr auch später, da kommt nochmal, wenn ihr nochmal draufklickt, speichern und hochladen. Jetzt in der Situation nicht, weil ich das noch gar nicht gespeichert habe, aber das hier auch nicht speichern will. Jetzt Hauptmenü und Level aus aller Welt. So, aufgepasst Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung, ab in den Online-Modus. Es gibt die 100 Mario-Herausforderung und ja, da spielt ihr ganz, 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 ganz viele Level. Ich glaube, das funktioniert jetzt momentan noch überhaupt nicht. Mach ruhig auf normal, weil es noch zu wenig Level gibt. Gerade mal schauen. Wäre cool, wenn es funzt, aber Server ist noch nicht verfügbar. Es gibt noch nicht so viele Level, glaube ich. Oder sie haben es schlichtweg noch nicht aktiviert. Level suchen, Baumeister suchen. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Und zwar die beliebtesten Level. Jetzt, also das war unmittelbar danach, Jumping Practice. Da können wir jetzt ein bisschen was zeigen, aber manche Inhalte darf ich halt auch noch nicht zeigen. Deswegen machen wir das jetzt noch nicht, aber bestimmt können wir es machen. Und seht mal hier, kommt der euch bekannt vor? Der sieht gut aus, ne? Weil das halt ein recht langer Level ist im Vergleich zu den anderen, zu den meisten. Das sind so, der meine hat aber immerhin schon 3 Sterne, 18 Mal gespielt, ist okay. Wenn wir jetzt Sternenrangliste gehen, werde die meisten Sterne bekommen, bin ich immerhin auf Platz 6. Der einzige Deutsche bislang hier. Der Lagone, ich weiß nicht, ob der irgendwie bekannt ist. Oh, der hat sich schon einiges mehr einfallen lassen. Vielleicht zocken wir da noch was. Habt ihr Bock? Ach, die Frage erübrigt sich. Na gut, wir hauen noch ein paar dran, wo ich mit euch diese Level hier zocke, die ersten. Aber nur, weil ihr unbedingt wollt. warte. Also hier links am Rand, ihr seht, ihr könnt auch einstellen, global, regional, gesamter Zeitraum, wie schwer, aber ich habe natürlich jetzt mal alles angeklickt, also es ist wirklich alles, was es gibt. Wir können nochmal neu laden. So, Sternrangliste, neue Level, neu laden. Hat jetzt in absehbarer Zeit niemand neue Level erstellt. Gut, wenn ich jetzt hier rausgehe, Baumeister suchen. Das sind die, die die besten Level bisher gemacht haben. Gut. Ich bin zwar auf Platz 4, aber mit Abstand hinter der Top 3 der Welt. Das wird sich mit Sicherheit auch schnell ändern, denke ich mal. Was ist denn, wenn ich einen anklicke, den Ash? Hochgeladene Level. Jumpman. Da werden sich schon manche austoben. Ist okay. Favoriten, also unter den Baumeistern, aber da kann man... Da könnt ihr mich zum Beispiel, wenn ihr mich findet, dann später... dann könnt ihr auch mich hinzufügen und dann werdet ihr immer neu benachrichtigt, wahrscheinlich auch, wenn ich neue Level mache und so. Also würde mich freuen, wenn ihr mich da hinzufügt als einer eurer Lieblingsbaumeister.
So, ihr könnt dann Level noch spezifisch suchen, hier mit der Lupe. Die Level, die ihr eben gesehen habt von mir, die könnt ihr allerdings, selbst wenn ihr den Code dafür habt, könnt ihr die leider nicht spielen. Weil die Media-Version und die Final-Release-Version, die ihr euch kaufen werdet wahrscheinlich, das ist nicht dasselbe. Also, vielleicht, ich werde schon noch neue Level erstellen, aber ich habe euch die Level ja gezeigt. Die anderen, die ich mit euch erstelle, deswegen werde ich jetzt nicht so viel in der Media-Version machen, die werde ich euch dann auch zeigen. Na gut, im nächsten Part würde ich sagen, komm, zocken wir ein paar Level davon, oder? Ihr habt doch eh Bock drauf. Wenn dann keine besondere Überraschungen sind, das würde ich schon eh ausblenden. Okay, sehen wir uns das nächste Mal wieder damit. Danke fürs Ansehen, Daumen hoch und bis dann und ciao!